Moin Leute, heute Thema Winterangeln, hier die Hardcore-Challenge, wie man sieht, sackend kalt, wir haben minus 8 Grad gerade, es hat geschneit, wir haben jetzt seit 5-6 Tagen harten Frost, wir versuchen einen Winterkarpfen zu fangen, bei schwierigsten Bedingungen, das ist die Challenge, wir sind hier an einem Baggersee, ca. 40 Hektar groß, tief genug, alle Gewässer im Umkreis sind schon zugefroren, aber hier der Baggersee dampft noch aus, ist noch eisfrei. Ich bin guter Dinge. Wir haben nur wenige Stunden, die Tage sind kurz, aber tagsüber ist jetzt eh die Beißzeit im Winter und alles ist vorbereitet, alles muss jetzt schnell gehen, Zeit ist alles im Winter. Ich würde sagen, legen wir los. Bei dem Frost mit Distanz dich reinzukriegen. Die Routen abgelenkt, beziehungsweise jetzt erstmal die Spawn-Route. Hintergrund, ich muss halt immer wieder oder mit jedem Wurf, beziehungsweise habe ja nur ein, zwei Spawns pro Platz. Die müssen genau sitzen, das heißt auch genau, wo später das Rig liegt, weil die Fische nicht mehr zu viel fressen. Muss natürlich das Maximum an Attraktivität direkt auf dem Köder sein. Und nicht, dass sie Spawn 2, 3 Meter, 4 Meter weg liegt vom eigentlichen Köder. Und daher jetzt im Winter A und O punktgenaues werfen und ablegen und füttern. Also Mantelung beim kalten Wasser, nie ohne Teig. Der noch ein bisschen Liquid etwas weicher gemacht, so dass er noch zäh ist, aber extrem weich, dass er sich bei dem kalten Wasser jetzt relativ schnell ablöst unter Wasser. Futtermix vorbereitet, schon ein paar Tage am Durchziehen. Hauptbestandteil halbierte, geviertelte Boilies, alles Fischmehlbasis, Quidmehl, Grillmehl. Hochattraktiver Mix, dazu Pellets, zwar sind das keine Fischöl-Pellets, sondern Insektenmehl-Pellets. Bisschen Hanf, bisschen Dosenmais, entsprechend Liquids und das Ganze mit dem Sud vom Partikelmix schön durchziehen lassen. Und schön aufgeweicht jetzt. Bisschen Garnelen-Vollmehl, bisschen Boilie-Mix drum. Ab geht der Lachs. Viele fragen sich oder haben mich schon gefragt, warum tust du dir das überhaupt noch an? Warum sitze ich nicht zu Hause wie 95% aller Karpfenangler jetzt um die Zeit? Es ist einfach so, wer mich kennt oder mein Instagram verfolgt, weiß, dass ich immer ein bisschen das Extreme suche, die Herausforderungen und mich immer gern neuen Aufgaben stelle beim Angeln. Zudem hat die Winterangelei für mich den großen Reiz, das ist einfach die Ruhe am Wasser. Ja, ab November bist du meistens oder oft komplett allein, tagsüber sowie nachts am Wasser. Und die Natur hat einfach einen ganz anderen, neuen Reiz. Und das ist einfach, ich mag das einfach. Es ist arschkalt, aber scheißegal, gute Klamotten und ab geht's. Und jetzt noch einen Fisch zu fangen, das ist das, was mich anspornt. Wir haben widrigste Bedingungen, also wir haben minus 8 Grad Außentemperatur die Nacht und das schon seit ein paar Nächten. Wir haben jetzt tagsüber, bleibt es bei minus 3 Grad rum. Keine Sonne, kein gar nichts. Aber warum das immer noch möglich ist, hier einen Fisch zu fangen, ist zum einen Vorbereitung. Also ich bereite den Platz seit Anfang November vor. Habe auch schon das ein oder andere Mal drauf gefischt, nicht zu viel. Und dabei konnte ich sogar in relativ kurzen Zeiten, also meistens Tagessessions, halbe Tage,
3 bis 4 Fische teilweise fangen und teilweise auch gute Fische für das Gewässer. Das gab mir den Reiz, hier weiter im Ball zu bleiben. Es ist einfach für mich eine neue Challenge. Hätte noch ein anderes, kleineres Gewässer hier als Auswahl, auch ein tiefer Baggersee, der noch besser besetzt ist, da wäre es wahrscheinlich noch deutlich einfacher, jetzt noch einen Fisch zu fangen. Aber ich habe mir selbst die Aufgabe gegeben und das jetzt auch nicht einen Schwanz einzuziehen und das hier durchzuziehen. Ja? Wasser, Gewässertiefen bis 25 Meter hohe Durchschnittstiefe und im Angelbereich, wo ich jetzt fische, sind ja so zwischen 12 bis 16 Meter. Ist so ein abfallender Bereich von rechts nach links. Das heißt, ich kann beide Routen auf gleicher Entfernung fischen, die Spombs immer auf gleicher Entfernung klippen, nur halt einfach vom Radius, das reicht schon und ich habe in der Tiefe eine Variation drin. Und auffällig, dass jedes Mal, wo ich jetzt gefischt habe, eine Route besser lief wie die andere. Das heißt, eine Tiefe besser lief wie die andere. So, Männer. Safety first. Immer die Gasflasche draußen lassen. Weil selbst mit dem ganzen Firlefanz, Druckminderer, Sauerstoffsicherung etc. könnten nie 100% sicher sein, dass das hier alles 100% dicht ist irgendwo. Lässt vielleicht doch mal Gas und dann gibt es entweder Explosion oder ihr wacht nicht mehr auf morgens. Kennt man ja aus jüngsten Berichten. Also, Schlauch unterm Zelt durch. Und gut ist. Das Futter muss natürlich angepasst werden. Also jetzt möglichst hochattraktiv, möglichst wenig. Nur noch eine Spompo-Route drüber, PVA-Säcke. Nur noch Attraktoren beigemischt, zerbröselte Boilies, Pellets. Teig natürlich ganz wichtig und ja, das muss jetzt reichen. Vorher war der Platz mit mehr Futter präpariert zu den Zeiten bis Ende November. Aber jetzt muss man sich halt der ganzen Sache anpassen. Na, Meister, ist hier schon schön kalt. Weißt du was? Sowas schon mal gesehen. Beheizbare Stuhl. Ich würde sagen, ich wärme jetzt mal schönes Ärschchen und du kochst Kaffee im kalten Stuhl, oder? Minus 8 oder was haben wir jetzt, gell? Ah jo. Da ist es schon fein. So. Nicht nur im Autopopo-Heizung, sondern auch beim Angeln draußen. Ja. Next Level nennt man das. Luftdruck ist auch eine Katastrophe jetzt für die Situation. Er ist jetzt gerade in den letzten 24 Stunden hochgegangen, über 20 Hektopascal. Hätten wir vielleicht jetzt noch eine Tiefdruckphase, ein bisschen Wind, wenn es ein bisschen wärmer gewesen wäre, wie das jetzt in den nächsten kommenden Tagen wieder sein soll, wäre das Ganze vielleicht easier. Aber jetzt ist es so, wir haben den Drehtermin jetzt so geplant und jetzt müssen wir uns durchbeißen. Auch wenn das jetzt heute nichts wird, werde ich hier weiter am Ball bleiben. Solange das Gewässer noch kein Eis schlägt, werde ich versuchen weiterhin hier Fische zu fangen und ja. Winterkarpfen angeln, das ist voll mein Ding und wir ziehen durch. Das ist jetzt noch ein Outtake. So, jetzt hat. Aber jetzt muss ich sagen, beneide ich dich schon. Einwandfrei. Alles aus Empfang. Und los geht das Warten. Ruten liegen, alles aufgebaut. Und jetzt erstmal Großmeister. Auf dass wir was fangen hier. In der Eishöhle. Sieht's aus. Route, nur eines Bomb drauf, das reicht dann auch schon.
Wie ihr eben gesehen habt, die geflochtene komplett vereist, nur noch einen Eiskringel. Und ich habe jetzt die Spulenköpfe getauscht. Ich habe jetzt eine 33er Exige Monoschnur drauf. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich so besser auf die erforderliche Wurfweite komme und auch richtig in den Clip werfen kann. Und halt, dass mir die ganze Sache nicht mehr komplett einfriert. Das heißt, wenn es einen Lauf gibt, endet das wahrscheinlich in der Katastrophe mit der geflochtenen. Normalerweise fische ich auch beim Werfen auf die Distanzen hier so bis 80 Meter nur die geflochtene, einfach wegen dem besseren Gefühl beim Absinken und halt auch im Drill vorne durch die harte Krautbank, was hier überall an der Uferkante ist. Da vorne 45er Schlagschnur. Nehme ich aber hier bei der 33er Hauptschnur, habe ich auch eine 45er Schlagschnur, einfach aus Sicherheit beim Werfen mit den schweren Montagen und halt einfach die Abriebsfestigkeit auf die letzten Meter. Als Schlagschnur nehme ich hier die X-Tus Suite in 45 mm. Für mich die optimale Schlagschnur, kann man genauso gut auch als Vorfachmaterial verwenden oder ist eigentlich auch gedacht. Aber ich nehme die am liebsten als Schlagschnur, weil die ist extrem drallarm und nicht zu steif. Von der Färbung absolut top und fast unsichtbar im Wasser. Ansonsten einfaches 112 Gramm Inliner, Quick Change Swivel, kurzer Anti-Tangles Sleeve, die kürze ich extra kurz ein, damit das Ganze nicht so auffällig ist. Durchgebundenes, ummanteltes Vorfachmaterial, das Haar weich gelassen, fixiert mit einem Stück Tube. Einfach damit sich das nicht verheddert und das Haar in einem guten Winkel bleibt. Haken favorisiert die Piercer Curve Shanks in 6, nämlich eigentlich für fast alle Montagen. Und Vorfach hier in dem Fall das durchgebundene, ummantelte Slimskin. Wie gesagt, nur das Haar abummantelt, damit es ein bisschen flexibler ist, mit ein ganz bisschen Putty. Und natürlich zum Köder immer ein Teigmantel drum, jetzt bei dem kalten, frischer PVA-Sack. Crushed Boilies, Hakenköder bereite ich mir vor. Bisschen in Liquid und entsprechend Extraktoren eingelegt. Hier in dem Fall ist es Garnelenmehlextrakt und Robin Red Liquid und entsprechend Extrakt. Einwandfrei in Clip gefeuert, schön gestreckt, abgesunken. Genau so soll es sein. Perfekt. Leider das einzigste heute, leider in Plastik. Alle Mühe hat nichts genutzt. Bedingungen haben uns überwältigt. Was heißt überwältigt? Wir konnten uns nicht durchsetzen gegen die Elemente. Und ja, die Ruten nochmal neu geworfen heute Nachmittag oder heute Mittag. Nochmal etwas anders positioniert. Nochmal etwas attraktiveres Futter in die PVA-Sticks mit rein. Tja. Alles nichts gebracht, kein Hub. Bedingungen sind doch zu krass. Jetzt haben wir mittlerweile wieder draußen, keine Ahnung, unter minus 7, minus 8. Jetzt wird es Zeit für die Heimat. Prost. Auf jeden Fall fange ich nur ein dieses Jahr. Ich verspreche es.
So Leute, für das Video waren wir bei minus 8 Grad bei krassen Bedingungen draußen. Voll auf den Sack gekriegt. Wie ich schon sagte im Video, werden die Bedingungen besser ein paar Tage später. Also bin ich nochmal alleine losgezogen, ohne Kameramann, und es gab das dicke Happy End. Seht selbst. Wir haben jetzt keine minus 8 Grad mehr, keine 1030 Luftdruck, sondern plus 8 um den Dreh und etwas über 1000 Luftdruck. Ich bin nochmal raus, ihr habt es schon gesehen. Und es hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt. Die Fische sind definitiv noch am Futterplatz. Und jetzt fressen sie auch wieder. Da ist das Unikat von Schuppi. Mega. 5 Tage, beziehungsweise 6 Tage nach dem Videodreh. Jetzt bei besten Bedingungen. Hätten wir die im Videodreh direkt gehabt, wäre der sicher auch schon rausgelaufen. Aber jetzt. Alles Gute kommt zum Schluss. Mega happy, dass es aufgegangen ist. Und ich bleib weiter dran. Die Wetterlage bleibt so. Da geht noch mehr. Yes!